Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spartan Total Warrior. Ja, beim letzten Mal haben wir Sejanus gejagt. Wir haben ihn auch bekommen, aber wir mussten einen Verlust einstecken und das wäre Pollux. Pollux ist leider im Kampf gegen Sejanus gestorben. Ruin Frieden Pollux. Und ja, Sejanus ist auch tot. Aber es wird gleich noch eine kleine Wendung geben. Weil jetzt kommt ja meine Lieblingsmission, das habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt. Der 12. Part wird meine Lieblingsmission sein, weil das passt einfach zu einem Mittelalterspiel. Ja, dann würde ich mal sagen, ich lade mal meinen Spielstand und dann legen wir los. Um Rom zu erreichen und Tiberius Schreckensherrschaft zu beenden, mussten wir den tückischen Weg über die Alpen wählen. Nur ein Alpenpass war für dieses Unterfangen geeignet. Die Römer nannten ihn die Tore des Saturn. Er wurde von einer gewaltigen Festung bewacht. Ich trug Elektra auf, in Athen zu bleiben und dafür zu sorgen, dass den sterblichen Überresten meines Bruders der gebührende Respekt gezollt würde. In der Zwischenzeit mussten der Spartaner und ich einen Weg durch die römischen Barrikaden finden. Die römischen Barrikaden. Oh ja. So. Okay, es gibt kaum noch was aufzuteilen. Ich habe 5 Punkte und 5 Punkte sind noch übrig. Also, let's go. Wir sind eine Legende. So, starten wir mal mit der Mission. Auf jeden Fall, die Tore des Saturn, das ist meine absolute Lieblingsmission. Hoffentlich werdet ihr auch meine Meinung teilen, weil das ist wirklich eine ganz geile Mission. Richtig geil. Wir kommen nicht ran. Sie haben zu viel Feuerkraft. Es gibt keinen anderen Weg. Dann brechen wir halt durch. Wir brechen jetzt durch. Ein ernsthaftes Problem. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Unsere Sapeure haben am linken Bunker Pulverfässer platziert. Jage die zuerst in die Luft. Gehe dann zum rechten Bunker und setze die Balliste dort ein, um unseren Truppen zu helfen. Du musst außerdem die Sicherheitsschleusen an der Hauptmauer ausschalten. Je schneller, desto besser. Wir haben schon zu viele Männer verloren. Viel Glück, Spartaner. Dankeschön. Ah ja, meine Lieblingsmission. Darauf freue ich mich schon das ganze Let's Play drauf. Oh, 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 oh. Ja, das war klar. Nein, es gehört dir. Los, let's go. So, die Truhe nehme ich noch mit. Achtung, wurde gesagt. Ausrücken. Achtung. Ey, du hast einen Pfeil in deiner Schulter oder in deinem Brustkorb. Achtung. Und ausrücken. Bitte jetzt keine Achtung, weil hier ist ein... Oh, 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 oh. Okay, ich bin durch. Easy. Setze die Balliste innen gegen die römischen Ballisten auf der Festungsmauer und die Holzplattformen der Bogenschützen ein. Jojo, alles easy.
Jo, hat gereicht. Das war's. Ihre erste Verteidigungslinie ist erledigt. Super. Klettere über die Mauern und stoße zu uns, bevor die feindlichen Bogenschützen eintreffen. Beeilung. Jetzt mal ganz schnell. Ich hab nur eine Minute Zeit. Was eine Aussicht, meine Fresse. So, ich warte, bis alle oben sind. Ja, ich würde mal sagen, alle sind oben. Dann mal let's go. So weit, so gut. Hoffen wir, dass das der schwierige Teil war. Ja, hoffen wir das mal. Mit Hilfe der Götter übernehmen wir diesen Ort noch vor Sonnenuntergang. Diese Türen sehen massiv aus, aber ich denke, unsere Sapeure werden damit fertig. Wir brauchen ein paar Sapeure! Achtung, Sprengladung! Geh voraus, Spartaner! Dankeschön. So, ich würde aber erstmal sagen, wir machen mal die ganzen Bogenschützen alle. Sapeur 2 stirbt gleich, das ist egal, bin ich jetzt mal ehrlich. So. Aua, den habe ich jetzt nicht gesehen, weil der Baum im Weg war. Gibt's nicht. Spüre meinen Stahl. Das war knapp, wenn ich da ehrlich bin. Komm, 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 komm. Sapeur 2 ist safe. Das Ding ist, ich habe jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Weg hier, weg hier, weg hier. Das heißt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber das geht ja eigentlich recht fix. So, jetzt beschütze ich mal diese Pöre. Ich kämpfe jetzt auch mal mit dem Schwert des Achilles. Mit dem bin ich eigentlich auch recht fix. Sapeur! Nein, mir gefällt dein Schwert nicht. Lass mich in Ruhe. Und zack. Bäm. Nein!
Ey, ich hab abgelehnt. Ich hab abgewehrt. What the fuck? Okay, das war jetzt irgendwie buggy, weil eigentlich habe ich abgewehrt. Na los, komm, Sapeur. Komm jetzt endlich runter. So, da bist du. Oh. Ja, dich habe ich doch bemerkt. Mich greifst du nicht an. Erstmal den ganzen Weg hier frei machen für den Sapeur. Mach weiter so. Alter. Immer dieser hinterrücksigen Angriff hier. Nein, mir gefällt dein Schwert nicht. Jetzt habe ich mich in Ruhe. So, jetzt ganz schnell hochjagen hier, die Mauer. Easy. Schönes Loch in der Wand. Formieren! Kümmern wir uns um die Griechen! Wir treiben sie zurück in ihre zerstörte Stadt! Ja, viel Spaß dabei. Gleich wird's ungemütlich. Da sind mindestens 40 Römer, alle schwer bewaffnet. Flieht, Römer! Angriff! Macht sie fertig! Nimm das! Flieht, Römer! Genau, flieht, Römer! Wo ist denn der? Nimm das! Flieht, Römer! Nee, riskiere ich nicht. Okay, das war anscheinend jetzt der letzte hier. So, jetzt alle Römer erledigen. Macht sie fertig! Flieht, Römer! Nimm das! Macht sie fertig! Zack! Alle erledigt.
Wir haben's geschafft! Wir haben die Burg eingenommen! Ich hätte gedacht, dass es auf beiden Seiten größere Verluste gibt. Ich beschwere mich ja nicht. Es ist gut, wie es ist, oder? Ja. Nur, dass wir gerade umzingelt sind. Wir sind umzingelt! Spartaner, schalte sie aus, während wir sie ablenken! Bornieren, Männer! Beeil uns, Spartaner! In dem Moment hab ich geschlagen, als die Pfeile ankamen. No shit, Sherlock. Oh, das ist hier ganz gefährlich hier. Nice. Rache ist Blutwurst, ne? So, alle erledigt. Sejanus? Aber ich hab dich besiegt. Kurz nachdem ich Pollux vernichtet hatte, ja. Aber ich, nun sagen wir mal, mir standen andere Wege offen als ihm. Dachtest du wirklich, der Tod würde mich aufhalten? Die Unterwelt war sehr großzügig zu mir. Nun, Spartaner, tritt ein letztes Mal gegen mich an. Mit Vergnügen. So, hier wechsle ich mal auf den Speer des Achilles. Ich warte jetzt erstmal, bis die ganzen Untoten da sind. Weil das ist der schnellste Weg hier. Erstmal alle erledigen hier. Nee. Gott. Erstmal das Tor hier benutzen. Oder den Hebel. Ah, Gott. Thank you.
Nein, 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 nein. Das Ding ist, ich kann hier nicht runterklettern, ansonsten schlagen die mich hier weg. Und dann bin ich tot. Ich habe das schon mal probiert. Das heißt, ich muss warten, bis jetzt alle hier wirklich tot sind und keiner mehr hochkommt. Und es sind noch so einige, die jetzt hier noch hochkommen. Drei Stück noch, dann kann ich runter. Sage ich hier nichts verkacke. Fuck. Los, komm, komm hoch. Ja, jetzt kommt er. Ganz schnell die Chance nutzen. Ganz schnell, ganz schnell. Zack. Okay. Bevor ich jetzt lang gehe, ich will jetzt noch was besorgen. Da hinten ist nämlich eine Truhe. Mein Tagebucheintrag. Ha, Kontrollpunkt. Was immer hier auch durchkommen mag, wir müssen jeden von dem Hebel für das Haupttor fernhalten. Ansonsten wird Sejanos uns gefangen nehmen, wenn er uns nichts Schlimmeres antut. Eindringling! Ja, zu Untoten verwandeln eventuell. Also ich töte und dann zu Untoten verwandeln. What the fuck? Was war das denn gerade? Ich muss hier echt aufpassen, dass sie mich nicht runterschubsen. Wisst ihr, was nervig ist, wenn die Nase die ganze Zeit juckt? Das ist einfach nur nervig. Das meine ich. Habt ihr diese Animation gerade gesehen, als ob ich hier fast runterfallen würde? Fehler. Oder auch nicht. Die sind zum Glück blöd. Ein Glück sind die blöd. Die hätten die Chance gehabt, mich runterschmeißen zu können. So, Spartaner, dann ab in den Kampf mit euch. Oh, die Priesterin. Die Priesterin habe ich gehasst. Hm.
Ich will auch kämpfen da unten. Wo ist Castor eigentlich? Ich sehe Castor nicht. Naja, egal. Also auf jeden Fall die Priesterin hasse ich. Das ist ein Fakt. Genau den falschen geschlagen. So, Priesterin Numero Uno. Genau das hasse ich. Ja, erledigt, ne? Ich will aber sagen... Ach komm, die reichen noch. Du magst mich besiegt haben! So. Nächste Priesterin. Ah, fuck. So. Also, Priesterin Nummer 2. Ich hasse die Priesterin einfach, ohne Scheiß, Leute. Ich hasse die einfach. Okay, eine schon mal tot. Nice, beide tot. Die Pfeile nehme ich noch mit. Und dann geht's weiter. So, weiter geht's, meine lieben Freunde.
Zack. So, let's go. Ja. Was machst du denn? Öffne das Tor! Let's go, kommt herein. Hey, das ist Castor. Erledige die Kalifexe, bevor sie uns vernichtet! Schön wieder an eurer Seite zu kämpfen. Okay, mach ich. Caster kommt auch mit. Spartaner, wir müssen über diese Brücke, sofort! Schnell, Spartaner, zieh an dem Hebel, damit wir zu der Priesterin können! Ja, Castor. Ist klar. Schnell, Spartaner! Ja. Bogenschützen, Feuer! Oh, Alter. Leute. Mann, ey. Ich hasse euch wie die Pest. Dein Ernst? Dankeschön. Genau das wollte ich haben. Ah, la 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 la. Ah! La Pax Militarum! Baby, das war knapp. Deus ex ire! Boah.
Das war ein knapper Schuss. So, das war die dritte Priesterin. Nieder mit den Römern. Na, Castor, wo bist du? Der kämpft da unten. Dankeschön. Genau vor der Stelle hat sie jetzt Angst gehabt, weil dann spielt die Musik nicht mehr. Wieso spielt die Musik nicht mehr? Ah, so scheiße. Mann. Ja, ja, halt die Klappe. Ich hasse das, wenn die Musik dich verspielt. Das hasse ich. Es ist dann einfach zu ruhig ohne Musik. Ich just komm her. Ach wow, da war doch eine Truhe. Spüre meinen Stahl. Mann, es ist einfach zu ruhig ohne Musik. Hoffentlich kommt die Musik gleich wieder, wenn ich gegen die Priesterin kämpfe. So, drei Stück. Oh Leute, dankeschön. Thank you.
Nein! Das war zu spät. Das war viel zu spät. Aber schon ist interessant, wie der eine Flammenrömer da jetzt so rumbackt. Wow, habe die direkt verfehlt. So. Das war die letzte Priesterin. Und hoffentlich ist die Musik jetzt da. Ja, glaube ich. Na, Seonus? Ja, die Musik ist da. Ja, klar. Schießt dadurch. So, Seonus. Ach, schießt du jetzt auf mich, oder wie? Das ist aber nicht nett. Klappt. Meine Fresse. Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ja, ich verwerte. Ich würde sagen, ich mach einfach den ganzen Untoten hier fertig. Komm, schieß auf mich, komm. Nein, falsche Attacke. Komm schon. Ah, nee, doch, das war doch gut. Weil einige sind da jetzt am Feuer. Ach, jetzt schießt du auf mich. Ja, nice. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Nice. Nein, weg hier. Komm schon. Ich Aberto!
Na los, komm schon. Kopere transitere! Jawohl. Na, der Bosskampf dauert jetzt etwas länger als sonst immer bei mir. Hat es Janus gerade echt selber Schaden gemacht. Wow, Janus, du bist echt eine helle Nuss. Du bist auch immer nur auf dieser Plattform, ne? So, jetzt stirb! Zack! Hab ich dies. Ohne die Priesterinnen fehlt ihm die Macht, zurückzukehren. Jetzt kann Pollux in Frieden ruhen. Oh yeah. So. Level abgeschlossen. 38 Minuten, das ist ein bisschen schlecht. Sonst habe ich meistens nur 28 Minuten gebraucht. Aber naja. So, wir haben die Tore des Saturns abgeschlossen. Wir haben auch sozusagen die Burg eingenommen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Wir haben 593 Gegner besiegt. Ich habe eine Gesamtzeit von 38 Minuten und 25 Sekunden und ich habe 2 von 5 Geheimnisse entdeckt. Ja, auf jeden Fall, meine lieben Freunde, das war meine Lieblingsmission. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Spartan Tutorial Warrior wieder. Ciao.